Barbie und das Abenteuer im Zaubergarten. An einem sonnigen Nachmittag beschlossen Barbie und ihre Freundinnen, Daisy, Niki und Theresa, den verzauberten Garten am Rande ihrer Stadt zu erkunden. Es wurde erzählt, dass dieser Garten mit magischen Blumen gefüllt sei, die nur durch Freundlichkeit erblühen. Als sie tiefer in den Garten vordrangen, bemerkten sie, dass die Blumen alle geschlossen waren. Vielleicht brauchen sie unsere Hilfe, sagte Barbie nachdenklich. Die Freundinnen begannen, Müll aufzusammeln, die Pflanzen zu gießen und liebevoll mit den Tieren zu sprechen, die sie fanden. Plötzlich begannen die Blumen zu blühen. Leuchtende Farben erfüllten die Luft, und der gesamte Garten funkelte magisch. Eine freundliche Fee erschien und dankte den Mädchen für ihre Freundlichkeit. Weil ihr die Magie der Freundschaft gezeigt habt, habt ihr die Schönheit des Gartens freigeschaltet, lächelte die Fee. Sie schenkte jeder von ihnen eine leuchtende Blume als Erinnerung daran, dass Freundlichkeit die Welt erhält. Barbie und ihre Freundinnen verließen den Garten und fühlten sich stolz auf den Unterschied, den sie gemacht hatten. Seitdem kehrten sie immer wieder zurück, wissend, dass die kleinsten Taten der Freundlichkeit die größten magischen Momente schaffen können.